Vitajte, Luci! Wir wollen euch heute unsere Werkstatt zeigen. So sieht sie aus. Daniel, was heißt denn Werkstatt auf Sorbisch? Ich glaube Giovanna. Das hat man eh nicht gehört. Du bist übelst laut. Was machst du da die ganze Zeit? Ja, bitte am Schrubberg. Ich suche den Schraubenzieher. Der ist im Auto. Der ist in einem Auto? Ja. Gehst du den bitte mal holen? Du stehst näher dran. Ach bitte, Broschu. Geh nicht zu. Tschakoyo. Broschu. Heißt danke. Hm, weiß ich. Duna Blige, hier auf dem Tisch. Ja. Legen jetzt die Werkzeuge, die wir ja in den nächsten Episoden brauchen werden. Mhm. Wir starten mal mit der Schraube, das ist der Schrub. Schrub. Schrub, genau. Schrub. Eine Schraube. Genau, eine Schraube. Eine Schraube, Schrub. Das ist der Schraubenzieher, mhm. Schrubowak. Schrubowak. Mhm. Und das ist der Akkuschraubenzieher. Akkuschrubowak. Ja. Gut kombiniert. Genau, gut kombiniert. Die Zange sind Klichtsche. 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 Ja. Schwierig. Die Säge ist Biwa. Pivo. Nee, das ist Bier. Biwa. Piwa. Ja, Biwa. Biwa. Die Säge. Mhm. Der Hammer, das ist das einfachste. Hammer, Blatt. Hammer? Ja, Hammer. Und Meritko. Meritko. Okay. Genau. Das sind die ganzen, oder ich glaube mal, die hauptsächlichen Werkzeuge, die wir in den nächsten Episoden brauchen. Die wichtigsten, ja. Ich würde sagen, bleibt gespannt. Putsch de Chibni. Bis bald. Hatsch de Bose. Ciao, ciao. Tschüss. Was bedeutet ein Vokabel? Wiederholung der Vokabeln. Ja, Mami, ja, den Hammer. Ich habe einen Hammer. Doje moje dživove mjesto. Das ist mein Arbeitsplatz. Ja pitam šrubovak. Ich suche den Schraubenzieher. Šrube leže na blíže. Die Schrauben liegen auf dem Tisch. Můžeš ti mi prosím klíče dát? Kannst du mir bitte die Zange geben? Ďakujem. Danke. Buďte čipní. Bleibt gespannt. Hanč do boze. Bis bald. Serbste babuču. Sorbisch unterwegs.